Nun, Herr Jahantir, was ist geschehen? Ich mochte immer Tiere, vor allem die Vögel. Ich mochte es sehr, wenn sie in meiner Nähe waren. Ich wollte sie besitzen, damit sie immer bei mir bleiben. Aber ich wusste nicht, wie ich das realisieren sollte. Dann kam ich auf die Idee, sie mit einer Steinschleuder abzuschießen. Ich tat es, um in ihren Besitz zu kommen. Doch leider blieb keiner von ihnen am Leben. Bei einem brach der Flügel, bei anderen das Bein, der Kopf wurde getroffen. Alle starben. Es war nicht so, dass ich täglich nur ein oder zwei Vögel traf, sondern bestimmt 20 oder sogar 30. Jeden Tag 20 bis 30 Vögel? Ja, jeden Tag. Sie waren also auf diesem Gebiet schon sehr geübt. Ja, sehr. Damals war ich in meiner Altersklasse der Beste im Zielen. Ich glaube, so an die 7, 8 oder 10 hatte ich getroffen, die ich noch lebend erwischte. Doch ich wusste nicht, was ich ihnen zu fressen geben sollte. Schließlich versuchte ich es mit Weizenkörnern oder Hirse. Hatten sie diese verletzt gefangen? Ja, ich fing sie, als sie verletzt waren. Ich behandelte sie, desinfizierte ihre Wunden, tat also alles in meiner kindlichen Vorstellung, um sie gut zu versorgen. Ich erinnere mich noch gut an eine Eule, eine sehr große Eule. Eigentlich waren es zwei, die auf einem Ast saßen. Eine davon traf ich und nahm sie mit nach Hause. Verletzt? Ja, verletzt. An welcher Stelle waren sie getroffen worden? In ihrer Brust, soweit ich mich erinnere. Ich brachte sie also nach Hause. Sie war kurz vor dem Tod. Ständig öffnete und schloss sie ihren Schnabel. Meine Mutter meinte, sie verflucht dich. Du wirst nicht glücklich werden in deinem Leben, wenn du so weitermachst. Du darfst die Tiere nicht quälen. Sie sagte, die zwei Eulen waren bestimmt ein Paar und jetzt ist die andere traurig und dazu wütend auf dich. Ich denke, es war vielleicht ein Jahr vergangen, seit ich mich in dieser Art mit den Vögeln beschäftigte. Sie starben schließlich, alle, da ich nicht wusste, wie ich die Lebenden füttern sollte. Einmal, es gibt doch diese kleinen Vögel, sie heißen Nachtigall und hüpfen auf den Ästen hin und her. Ihre Brust war gelbfarbend. Ich wollte unbedingt einen davon haben, aber sie hüpften ständig von einem Ast zum anderen. Ich passte immer gut auf, dass nichts unter meinen Füßen knirschte. Ich wollte ja nicht, dass sie aufgrund eines Geräusches plötzlich wegfliegen. Wie es ein Jäger so tut, ja? Auch der Leopard schleicht sich so an. Ich schaute auf den Boden und sah plötzlich eine Schlange. Sie war in der Position, mich in den Fuß zu beißen. Das heißt, nur 3 oder 4 Sekunden später, so wäre ich gebissen worden. Doch sobald ich sie sah, zog ich mich schnellstmöglich zurück und sie konnte mich nicht mehr erreichen. Aber ich beobachtete sie noch und sah, dass ihr Kopf immer noch nach oben gerichtet war und sie nach mir suchte. Ich versuchte, ihr von hinten näher zu kommen, brachte meine Steinschleuder in Position und traf sie hinten am Kopf. Sie bäumte sich auf und fiel dann auf den Boden. Ein Stein nach dem anderen schleuderte ich auf sie. Am Ende nahm ich einen Stock und schlug auf sie ein. Mit welcher Genauigkeit, mit dieser Steinschleuder gingen sie sogar auf Schlangen los. Eines Tages sah ich eine Schar Finken. Sie saßen auf einem recht großen Baum. Es war das erste Mal, dass ich Finken sah. Es dauerte fast eine Stunde, bis ich einen von ihnen traf. Der Kopf dieses Vogels fiel auf einer Seite des Astes herab, der restliche Körper auf der anderen. Sein Tod war so dramatisch, dass ich mich hinsetzen musste und zu weinen begann. Immer wieder fragte ich mich, warum ich es bloß getan hätte. Ach, warum? Warum nur? Vielleicht war diese Begebenheit eine Botschaft für mich. Einer musste wohl hier seinen Kopf in dieser Art und Weise opfern, damit sie endlich aufhören,
Ja, dass ich aufhöre, es einsehe, dass ich etwas Falsches mache. Obwohl ich es eigentlich nur deshalb tat, weil ich es mochte, diese Vögel zu besitzen. Ich ging nach Hause, sagte meiner Mutter an jenem Abend nichts davon. Erst am nächsten Tag erzählte ich ihr meine Geschichte. Meine Mutter sagte zu mir, dass ich all das, was ich getan hatte, bereuen solle und dann damit nicht mehr weitermachen dürfe, sonst würden sie mich verfluchen. Mit dieser Hand hielt ich die Steinschleuder und mit dieser Hand den Stein. Die Waffe hielten sie mit dieser Hand? Ja, ich ließ mir ein Tattoo auf diese Hand machen. Welche Hand? Diese Hand hier. Damit es mir eine Lehre ist und ich nie wieder damit beginne, sie zu quälen. Ich sehe es nicht. Können Sie mir es genauer zeigen? Es war eine Lektion, die mir half, nie mehr Vögel zu jagen. Seitdem liebte ich die Vögel noch mehr. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel sah, dass ein Sperlingsküken aus dem Nest gefallen war, nahm ich es auf und legte es zurück ins Nest. Also das war nach dem Ereignis mit den Finken. Da war auch eine Taube. Ich weiß nicht, warum sie von einer Höhe heruntergefallen war. Vielleicht hatte ein Adler sie angegriffen. Auf jeden Fall war ihre Brust bis zum Bauch aufgerissen. Viel Blut floss heraus. Sie schien zu sterben. Diese Taube hatte mein Bruder gefunden und mir gebracht. Er fragte mich, ob ich sie retten kann. Ich sagte zu ihm, da ist nichts mehr zu retten. Er bat mich immer wieder, dem Tier zu helfen. Schließlich behandelte ich die Taube. Mit einer Nadel nähte ich die Wunde zu und desinfizierte alles mit Betadin. Jeden Tag säuberte ich ihre Wunde und wartete darauf, dass sie wieder gesund wird. Und tatsächlich, sie wurde gesund. Einen ganzen Monat hatte es gedauert, bis sie wieder so weit war, dass sie fliegen konnte. Drei von unseren Kollegen hatten unterwegs zur Arbeit einen Unfall. Abbas hatte eine Hirnblutung und lag eine Woche im Koma, bis er starb. Mit dem Tod von Abbas wurde ich sehr traurig. Wir waren schließlich sehr enge Freunde gewesen. Mir, ach, wäre ich doch mit ihm gestorben. Ich konnte es nicht hinnehmen, dass jemand, den ich jeden Tag sah und mit dem ich viel Spaß hatte, nicht mehr da war. Er war Ihr engster Freund? Ja, mein engster Freund. Ein Jahr war nach seinem Tod vergangen. Und was passierte? Ich traf auf ein Mädchen und verliebte mich. Sie gingen also auf Brautwerbung? Ja. Aber es klappte einfach nicht. Es ging von ihrer Seite aus. Der Grund ist mir bis jetzt nicht bekannt. Sie wollten, sie aber wollte nicht. Doch, schon, sie wollte auch, aber ganz zum Schluss sagte sie nein. Dies führte dazu, dass ich mir das Leben nahm. Selbstmord? Ja. 11 Tage war ich im Koma. Das Einzige, was ich dort sah, waren die Vögel, die ich gejagt hatte. Haben Sie Ihren Körper gesehen? Ja, ich sah meinen Körper, der in einem Bett lag. Schildern Sie mir das ein wenig präziser, bevor wir vom Jenseits sprechen. Ich sah meinen Körper, der im Krankenbett lag, ebenso meine Begleiter, die hinter einer Scheibe auf der Intensivstation standen und die Ärzte, die kamen und gingen. All das sah ich. Und diesen Körper, den sie dort sah, wer war das? Ich war es selbst. Sie waren sich also bewusst, dass sie es sind. Ja. Wussten Sie auch, was geschehen war? Ja, das war mir bewusst. Was für ein Gefühl hatten Sie? Was soll ich sagen? Solange ich diese Vögel noch nicht gesehen hatte, nahm ich eigentlich gar nichts richtig wahr. Aber als ich die Vögel sah, wie sie in meiner Sprache mit mir redeten, da überkam mich ein Schauer.
Sie traten also in eine erschreckende Welt ein, während sie ihren Körper auf dem Bett liegend sahen, und dann diese Vögel. Kamen diese Vögel zu ihm ins Krankenhaus? Nein, ich befand mich plötzlich an einem anderen Ort, wo all die Vögel, die ich abgeschlossen hatte, in einer Reihe standen und mich quasi anklagten. Und das Krankenhaus und die Menschen dort waren nicht mehr da? Genau. Sie wurden angeklagt? Ja, sie sagten, warum hast du uns abgeschossen, uns gejagt? Ihre Krallen waren sehr groß geworden, so groß wie ein Schwert. Sie hätten mich damit entzweien können. Auch ihre Schnäbel waren sehr groß und dazu auch lang, sodass sie mich problemlos hätten verschlingen können. Erkannten sie dies? Ich meine, wussten sie, welche Vögel es waren? Ja, ich wusste beispielsweise, dass es die Eule war, welche ich getroffen hatte. Sie sahen also diese Eule wieder? Ja. Und als sie diesen Vogel, zum Beispiel diese Eule, sahen, erinnerten sie sich an jenen Tag und das Ereignis? Ja, natürlich. Es wurde vor meinen Augen abgespielt, wie ich die Vögel verfolgte, ihr Nest zerstörte, wie ich sie tötete. Das kam vor ihre Augen? Ja. Das heißt, sie sahen die Szenen quasi als ein Lebensrückblick. Der einzige Vogel, der mir half und nicht zuließ, dass die anderen mich quälen, töten oder zerstückeln, war eben diese Taube, deren verletzte Brust ich behandelt hatte. Diese stand vor all den anderen, öffnete ihre Flügel und sagte, dieser hier hat mir geholfen, er hat mich gerettet. Sie sagte es? Ja, in unserer Sprache. Es war die Sprache der Menschen? Ja, die Sprache der Menschen, ich verstand es. Sie sagte, er hat mir geholfen, er hat mich gerettet, also vor dem Tod bewahrt, tut ihm nichts an. Doch sie sagten alle, er hat uns dieses und jenes angetan. Während ich auf sie blickte, sah ich ihre gebrochenen Flügel. Sie waren zwar sehr groß geworden, aber ihre Verletzungen waren zu sehen. Auch das Blut auf ihren Flügeln war zu sehen. Sie waren dort mit ihren Verletzungen. Und diese Verletzungen halfen ihnen bestimmt, all diese Vögel besser wiederzuerkennen. Ja, ich erinnerte mich genauestens an sie und dieser Schrecken, der mich überkam. Also ich hatte Angst, sehr große Angst. War es nur Angst oder auch Scham, Reue? All diese Gefühle kamen in mir hoch. Ich blieb hinter dieser Taube stehen, während sie mir half. Das heißt, ich versteckte mich hinter ihr, damit die anderen nicht in meine Richtung kommen konnten. Da war auch diese Schlange und sie beschwerte sich auch über mich. Ich hatte sie ja auch gequält, geschlagen und getötet. Und wie groß war sie im Verhältnis zu ihnen? Viel größer, vielleicht 10 Meter, so dass ich die Taube anflehte, bitte lass sie mich nicht erreichen. Nun, Schlangen sind angsteinflößend. Alle fürchten sich vor Schlangen. Und dann, wenn sie 10 Meter groß ist, dann erhöht sich der Schrecken um ein Vielfaches. Die Taube versuchte alles, sie abzuwehren und sagte stets, tut ihm nichts an. Er hat mich gerettet, hat mich behandelt, mich einen Monat lang gepflegt. Ganz zu Anfang konnte sie keine Körner fressen, so führte ich ihr mit einem Strohhalm oder einem leeren Kugelschreiber Wasser zu, bis sie langsam Körner fressen konnte. All das, was passiert war, erzählte sie den anderen ganz genau. Sie hörten zwar zu, sagten aber, gut, dich hat er gerettet, aber uns alle hat er verletzt oder getötet. Plötzlich war ich wieder zurück in meinem Körper, also im Diesseits. Und sie haben nicht den geringsten Zweifel daran, dass es kein Traum war? Nein, überhaupt nicht, denn alles, was ich getan hatte, wurde ja wie ein Film vor meinen Augen abgespielt. Danach schluckte ich 370 Tabletten, alle Sorten. Ich schluckte sie in demselben Zimmer wie beim letzten Mal. Dazu steckte ich den Schlauch von unserem Gasofen in meinen Mund, damit ich es diesmal wirklich schaffe. Meine Mutter erzählte mir später, dass man ihr gesagt hätte, sie solle nicht bleiben, da ich jetzt bestimmt nicht mehr zurückkomme. Dennoch war Besuch gekommen. Ich sah sie hinter der Scheibe stehen. Ich lebte also immer noch. Meine Mutter kam zu mir, hob meinen Kopf ein wenig an und sagte, schau mal, so viele Menschen sind gekommen, um dich zu sehen. Winke ihnen einmal zu, damit sie wissen, dass es dir gut geht.
Als ich das tat, genau in dem Moment blieben die Geräte stehen. Meine Seele trennte sich von meinem Körper. Ich sah alles. Sie sahen alles? Was heißt das? Sie sahen ihren Körper aus einer Distanz? Ja, ich war oben und sah meinen Körper eben von oben. Die Krankenschwester weinte und sagte, dieser junge Mann hier ist tot. Dann sah ich, wie die Ärzte und Krankenpfleger hin und her eilten, wie sie alle baten, den Platz zu verlassen und wie sie den Schocker in Gang setzten. Ich konnte überall hin, wohin ich auch wollte. Wohin zum Beispiel? Ich dachte beispielsweise an zu Hause. Im selben Moment war ich zu Hause. Ich sah einfach alles in unserem Haus, alles, was dort los war. Überall, wo ich sein wollte, konnte ich sein. Ich brauchte nur daran zu denken. Sofort war ich da. Dazu fühlte ich mich leicht wie eine Feder. Genau in der Zeit, als sich meine Seele vom Körper trennte, sah ich Abbas, also meinen damaligen besten Freund. Deren Freund, der verstorben ist. Ja, er befand sich in einem grünen Garten. Ich sagte zu ihm, Abbas, du bist auch hier? Er fragte mich, was machst du denn hier? Und ich erwiderte, ich bin zu dir gekommen. Er sagte, nein, du musst zurück. Ich sagte, warum? Du bist doch auch hier. Warum muss ich zurück? Er meinte nur, ich müsste zurück, meine Zeit wäre noch nicht gekommen. Dann erlebte ich Dinge, über die ich nicht sprechen kann. Warum geht das nicht? Nun, es war sehr schmerzhaft, einfach schrecklich. Im Allgemeinen ist Selbstmord eine Sünde. Schauen Sie. Dieser Körper, der uns gegeben wurde, die Finger, die Augen, die Ohren, alles wurde uns anvertraut. Und wir haben nicht das Recht, uns gegen dies zu entscheiden. Ob wir nun unsere Hand absichtlich mit dem Messer verletzten oder eben das, was ich getan hatte. Die Erkenntnisse, von denen Sie sprechen, haben Sie diese durch Ihr Erlebnis erworben? So, es ist nicht so, dass Sie diese Worte von jemandem irgendwo gehört oder gelesen haben? Nein, das ist etwas, was ich selbst erkannt habe, worüber ich aber nicht sprechen kann. Und ich bitte all diejenigen, die diesen Weg gehen wollen, es niemals zu tun. Ich bin mehrmals den Weg gegangen und habe alles gesehen. Es ist wirklich eine Sünde, denn diesen Körper musst du im Jenseits zurückgeben, so wie man ihn dir gegeben hat. Deshalb sagten sie, dass sie sogar dieses Tattoo auf ihrer Hand bereuen, weil es die ursprüngliche natürliche Form verändert hat und wenn man seinen Körper zurückgibt, ist er nicht so, wie er am Anfang war. Ja, selbst dieses kleine Tattoo ist schädlich. Sie sagten, Sie hätten dort gewisse sehr harte Dinge erlebt. Wenn ich Sie darum bitte, würden Sie es erzählen? Ich bitte Sie, nicht danach zu fragen.